glaube, der Brexit ist einmal ein Zeichen dafür, dass der Parlamentarismus viel wert ist, weil durch eine nicht parlamentarische Entscheidung, eine Volksbefragung, die nicht mal bindend war, haben schwache Politiker sich dazu verleiten lassen, ihr Land wirklich aus der EU hinauszuführen, was ein ganz großer Schaden für dieses Land zunächst einmal ist. Es waren auch schwache Politiker, die diese Volksbefragung überhaupt eingeleitet haben. Ja, und jetzt sind wir geschwächt. Ja, ist eine Schwächung Europas, besonders eine Schwächung des Vereinigten Königreichs, aber eine Schwächung von ganz Europa, eine Schwächung, die wir möglichst schnell überwinden müssen, eine neue Stärke zurückbekommen müssen durch Verhandlungen, durch ein gutes Abkommen. Und wir müssen natürlich lernen aus dem Brexit, dass diese Regulierung nach innen, dieser Bürokratismus etwas ist, das die Europäerinnen und Europäer nicht wollen. Europäerinnen und Europäer sind freiheitsliebende Menschen. Wir haben die EU, um diese Freiheit nicht zu gefährden, sondern um sie zu verteidigen. Und wir haben die EU, damit wir alle Chancen auf dieser Welt haben als Europäerinnen und Europäer. Und wir dürfen jetzt nicht durch die EU neue Einschränkungen der Freiheit, neue Regulierung, neue Bürokratie nach innen machen. Das muss man wirklich lernen daraus, dass diese Volksbefragung in Großbritannien so ausgegangen ist, wie sie ausgegangen ist. Ich glaube, viele haben es auch schon gelernt. Wir haben jetzt eine Europäische Kommission, die wirklich nach außen wirken will und nicht noch weiter nach innen regulieren will, die sogar Regulierungen nach innen abbauen will. Also ich bin guter Dinge für die Zukunft und versuche, meinen Beitrag parlamentarisch dazu zu leisten, in diese Richtung zu gehen.